Hallihallo, ich bin Katrin von @Katrin und ich möchte euch heute mal nicht in die wunderbare Welt der Düfte entführen, sondern in die weniger wunderbare Welt des Mülls. Die böse Dose ist voll, ihr wisst, was das heißt. Der November ist rum, es gibt wieder einen aufgebraucht. Ich habe auch diesen Monat einfach nur reingeschmissen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was hier eigentlich alles drin ist. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Falls euch gefällt, was ich hier tue, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen hoch gebt. Viel Spaß beim Anschauen. Ich bin stimmlich ein bisschen angeschlagen. Das liegt daran, dass wir gestern eine Weihnachtsfeier hatten. Nein, leider nicht das, was ihr denkt. Es war eher beschaulich. Wir waren im Theater, saßen danach aber noch zusammen und meine Stimme ist so ein bisschen dem Lachen, der Lautstärke und ja, vielleicht auch dem ein oder anderen Bier geschuldet. Aber gemeinsam schaffen wir das. Ich kann, wie gesagt, nur ahnen, was hier drin ist, was auf jeden Fall drin ist. Es zeichnet sich ein Muster ab, ist ein Produkt, das jeden Monat vorkommt. Ich scheine tatsächlich immer ziemlich genau 4 Wochen zu brauchen, um so eine Baudelaire zu machen. Das ist das Micellenwasser von Garnier. Ich wiederhole es immer gebetsmühlenartig. Ich habe früher jahrelang das von Bioderma verwendet, das ich immer noch großartig finde. Seit, ich glaube, mittlerweile fast 2 Jahren verwende ich aber das für empfindliche Haut von Garnier und es erfüllt seinen Zweck genauso gut. Kostet dabei aber nur ein Bruchteil dessen, was das von Bioderma kostet. Ich reinige damit mein Augen-Make ab, da ich in 99,9% der Fälle kein wasserfestes Augen-Make-up trage. Da funktioniert das wunderbar. Und ich reinige damit morgens mein Gesicht. Ja, und anscheinend brauche ich tatsächlich alle 4 Wochen eine neue Flasche. Täglich, nee, monatlich grüßt das Murmeltier. Als nächstes auch ein Produkt, das ich immer wieder nachkaufe. Wahrscheinlich aber seltener als ich es sollte. Und zwar ist es eine Bodylotion. Im Gegensatz zu meiner Gesichtshaut vernachlässige ich meine Körperhaut nämlich sträflich, obwohl sie trocken ist und ich wahrscheinlich eigentlich jeden Tag cremen müsste. Ich tue es meistens aber nur nach dem Baden oder wenn ich halt dran denke. Ich bin, was Bodylotion angeht, auch so ein bisschen picky. Ja, es darf nicht kleben, es darf sich kein Film bilden, es darf sich nicht abrollen. Und das spielt wahrscheinlich mit hinein, dass ich mich so selten eincreme. Wenn ich es tue, verwende ich aber sehr, sehr gerne die hier, die Pflegelotion für trockene Haut mit pflanzlichen Phytosterolen von Sebamed, die eben genau das nicht tut, was ich eben gesagt habe. Sie klebt nicht, sie bildet keinen Film, sie rollt sich nicht ab. Sie hat für mich genau die richtige Menge an Pflege. Denn das sage ich auch immer wieder, bei mir kann es auch schnell zu viel werden. Also meine Haut ist da ähnlich zickig wie ich, ähnlich picky wie ich. Denn wenn eine Creme zu reichhaltig ist, dann reagiert sie ganz schnell mit Unreinheiten. Die hier ist perfekt. So eine Flasche reicht bei mir auch ein paar Monate. Ich muss aber gestehen, ich habe auch immer noch mal nebenbei ein paar andere Produkte in der Testphase. Aber bisher hat es keins zum Nachkauf geschafft, außer das hier. Die Pflegelotion von Sebamed. Das nun folgende Produkt hat mich ein bisschen nostalgisch fühlen lassen. Und ich glaube, ich habe es vor fast 20 Jahren zum ersten Mal verwendet. Damals war es so ein Must-Have in der Langhaar-Community. Ja, man ahnt es nicht, aber ich hatte mal wirklich lange Haare und ich habe auch gezüchtet. Ich habe auch mal nur ausschließlich Naturkosmetik verwendet oder zumindest einen hohen Anteil an Naturkosmetik benutzt. Und ich habe mir sogar mal die Haare mit Henna gefärbt. Reden wir nicht drüber. Dieses Produkt war damals also ein Holy Grail in dieser Community. Ich erinnere mich, dass ich es hier nur im Reformhaus bekommen habe für einen doch stattlichen Preis. Ich meine, ich habe damals um die 8 oder 9 Euro bezahlen müssen. Oder war es noch Mark? Nee, da waren es schon Euro. Ich spreche von der Santé Family Glanzspülung. Ich finde es ja immer so ein bisschen doof, wenn diese Namen so denglisch sind. Family soll hier wahrscheinlich einfach suggerieren, dass jeder diese Spülung verwenden kann, der nicht sehr trockene Haare, sehr kolorierte Haare, sehr fettige Haare, sehr empfindliche Haare hat. Das ist eine grundsolide Spülung, ist so langweilig, wie es klingt. Also sie macht halt das, was sie soll. Ja? Also ich selber habe ja Naturwellen-Strich-Locken. Das heißt, ich verwende aktuell kaum reichhaltige Produkte, weil sie meine feinen Haare einfach beschweren. Ich bin, wie gesagt, kein Curly Girl, ich bin eher ein Wavy Girl. Möchte aber dennoch meine Spitzen natürlich pflegen. Also meine Haare sind nicht gefärbt, meine Haare sind naturbelassen. Dadurch sind sie sehr unkompliziert, also sie sind nicht kaputt oder so. Ich muss sie nicht sonderlich groß pflegen.
Aber nach so einem richtig schön reinigenden Shampoo, und ihr wisst ja, ich mag meine Kopfhaut ja gerne fluffig und so richtig sauber, brauchen die Enden dann eben doch mal ein bisschen Pflege. Und da ist die sehr gut. Das ist Bio-Birkenblatt und Pro-Vitamin B5, silikonfrei. Deswegen war sie damals, glaube ich, auch so interessant. Ich habe diese Tube, also die haben das Design natürlich geändert, aber ich habe diese Tube auch größer in Erinnerung. Ich glaube, da war früher mehr drin. Das sind jetzt 150 ml. Die haben es wahrscheinlich einfach, um es für die Drogerien attraktiver zu machen, in eine kleinere Tube gepackt und konnten es natürlich günstiger anbieten. Ich musste es, wie gesagt, damals ausschließlich im Reformhaus kaufen. Das waren noch Zeiten. Mittlerweile kriegt man sowas natürlich auch in Drogerien. Ja, also wer eine schöne, solide Spülung haben möchte, ohne viel Shishi, ohne Wow-Effekt, die aber tut, was sie soll, die hier, die Glanzspülung von Santé. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ich als Beigabe zu meiner Blissom-Box bekommen habe. Die bekomme ich ja seit einigen Monaten als PR-Sample. Und da ist häufig dann immer noch irgendwie so ein Full-Size-Produkt dabei, was man als neuer Abonnent zusätzlich bekäme. Und so bin ich auch an dieses Produkt gekommen. Es ist das Sensational Foaming Shower Gel von Rituals in der Duftrichtung The Ritual of Sakura. Ich werde immer wieder gefragt, was ich von Rituals-Produkten halte. Meine ganz persönliche Meinung ist die, dass man diese Produkte nicht aufgrund der Wirkung kauft oder weil sie irgendwas Besonderes können. Die kauft man ausschließlich aufgrund des Duftes. Ja, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Das ist meine Meinung. Ja, ich hätte hellhörig werden müssen, als ich Foaming Shower Gel gelesen habe. Ich habe es zum Duschen benutzt, ganz offensichtlich, und hatte das Gefühl, es ist nicht sehr ergiebig. Und es ist eben kein Shower Foam, sondern ein Foaming Shower Gel. Und da liegt genau darin begraben. Also das ist jetzt nicht wie so ein Schaumfestiger oder wie so Rasierschaum, der aus der Tube kommt, so richtig schön fluffig wird. Und man bekommt aus wenig Produkt durch Zufügen von Luft ganz, ganz viel. Sondern es ist von der Konsistenz her eher wie so ein Rasiergel. Also das klar, transparent aus der Dose kommt und dann so leicht milchig wird und so ein ganz bisschen an Volumen gewinnt, wenn man es dann auf der Hand hat. Ja, also dadurch habe ich, glaube ich, auch tendenziell viel Produkt gebraucht. Ich fand den Duft nett. Ja, es ist Reismilch und Kirschblüte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist so fantastisch. Das muss ich mir unbedingt nachkaufen. Also würde ich nicht tun. Es war so nice to have, aber ich bin, was Baden und Duschen angeht, sehr unromantisch. Ich nehme das, was da ist. Hauptsache, es riecht gut. Das hat es getan. Ab Baden, ich glaube, hier ist noch was anderes drin. Jawohl. Habe ich im Sale gekauft per Rossmann. Isana Colorful Vanilla Badesalz. Auch das hat gut gerochen. Es war so pink Korall in der Dose und hat dann aber ins Wasser gegeben, das Wasser sehr ungesund urinfarben gefärbt. Also es war nicht colorful, es war eher so, dass ich früher beim Urologen gesagt hätte, oh, also Sie müssen mindestens mehr trinken und vielleicht brauchen Sie auch ein Antibiotikum. So sah das Badewasser aus. Ich bin, wie gesagt, total emotionslos, was Baden angeht. Ich bade sehr, sehr gerne. Ja, auch in Anbetracht der jetzigen Energiekrise tue ich es, nicht mehr so oft wie vorher, leider. Aber kennt ihr das im Winter, wenn man so diese innere Kälte hat, die wirklich nur weggeht, wenn man sich in die Badewanne legt? Ja, dann muss ich baden. Ich verwende dann aber das, was da ist. Ich bade auch mit Duschgel. Wie gesagt, Hauptsache es riecht gut, das hat gut gerochen, das Wasser sah ein bisschen komisch aus, war jetzt nicht gerade sexy. Ja, kann man mal machen. Wenn es nochmal im Regal stehen würde und wieder reduziert wäre, ich glaube, es hat damals 1,50 gekostet und ich konnte damit 5, 6 Mal baden, würde ich es wieder kaufen. Jetzt kommen wir zu Produkten, die ich auf jeden Fall nicht nachkaufen werde. Wer mir schon länger folgt, wer sich meine letzten Aufgebraucht-Videos angesehen hat, der weiß, dass die absolute Nonplusultra-Fußcreme für mich die von CeraVe ist. Ja? Leider bin ich offensichtlich die Einzige, die das so sieht, denn alle Apotheken in meiner Umgebung, die CeraVe führen, haben dieses Produkt aus dem Handel genommen. Ich muss es online bestellen. Und da scheue ich mich ja noch ein bisschen. Ne? Also wenn die Fußcreme alle ist, bestelle ich nicht irgendwo nur für 2, 3 Tuben Fußcreme, sondern dann halt, wenn es passt, wenn ich sowieso bestellen möchte. Ich habe also, wieder besseren Wissens, Überbrückungsprodukte gekauft und gedacht, naja, vielleicht können die ja auch was. Nein, 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 ganz, ganz schlimm. Zum einen die Tetisept Anti-Hornhaut-Intensivcreme mit 25% Urea. Die Wirkung war ganz nett, also
Am Ende gab es halt weichere Füße, aber der Hautkomfort war 0,0 vergleichbar mit CeraVe. Die hat geklebt, die hat gebackst, die hat nicht gut gerochen. Ich musste mir danach auch sofort die Hände waschen. Das muss ich bei der CeraVe nicht unbedingt. Die kann ich tatsächlich auch in die Hände einarbeiten und ins Bett gehen. Die war gar nicht schön. Die Wirkung war auch bei weitem nicht so gut wie die bei der CeraVe-Creme, aber ich würde sie nicht nachkaufen. Noch schlimmer fand ich nur die nächste, und zwar die hier. Die Fußwohl-Hornhaut-Entferner-Salbe mit 5% Salicylsäure. Die Tube sieht schon ganz busselig aus, obwohl ich sie abgewaschen habe vorher. Die ist so ganz vaselinig, aber klebrig, hinterlässt einen Film. Du brauchst ewig, um wieder irgendwie in Socken oder Hausschuhe steigen zu können. Die fühlt sich nicht schön an. Das ist ein ganz unschönes Gefühl, die aufzutragen. Und die Wirkung war auch nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Also diese beiden Fußcremes würde ich nicht nochmal nachkaufen. Eher rechtzeitig ein Backup der CeraVe-Fußcreme. Ja, also ich hätte es wissen müssen, ich hätte es wissen müssen, die sind nix. Nachkaufen werde ich aber auf jeden Fall die hier. Das ist die ultraleichte Dry Touch Oil Control Face Sun Gel Cream von Eucerin. Meine Sonnencreme des Sommers 2022 und die, wie ich finde, einzige Sonnencreme, die dieses Versprechen von Dry Touch und Oil Control auch wirklich einhält. Ich habe sie so gut wie jeden Tag getragen im Sommer. Sie hat auch wunderbar mit meinem Make-up funktioniert. Also da gab es überhaupt keine Probleme. Jetzt im Winter ist sie mir aber nicht reichhaltig genug. Also jetzt müsste ich eine reichhaltigere Creme unten drunter geben. Ich mag aber nicht so viele Schichten auf dem Gesicht haben. Deswegen greife ich jetzt einfach zu einer Sonnencreme, die von Haus aus schon ein bisschen reichhaltiger ist. Hier ist noch ein ganz bisschen drin. Die wird aber bis zum nächsten Sommer natürlich auch nicht besser. Das heißt, die wird jetzt entsorgt und im nächsten Frühjahr dann weiter neu gekauft. Denn die hier finde ich richtig, richtig gut. Eine große Empfehlung, die Oil Control Eucerin, wenn man denn so wie ich feuchtigkeitsarme Mischhaut hat. Als nächstes habe ich hier die Skin Transforming Cream von Kies Soul Care. Die habe ich tatsächlich gerne verwendet, vor allem im Übergang, Frühling und Herbst. Also wenn die Haut nicht mehr ganz so trocken, aber auch noch nicht so ölig oder schwitzig wie im Sommer ist. Ich sortiere sie jetzt aus, weil ich ungefähr die Hälfte verwendet habe. Vielleicht sieht man es. Ja. Und sie aber beginnt, zumindest meinem Empfinden nach, nicht mehr so zu riechen, wie sie mal gerochen hat. Und sie ist halt auch ein Tiegel. Und sie ist in einem doofen Tiegel. Ich finde die Verpackung wirklich blöd. Ich habe mittlerweile eine andere tolle Creme oder mehrere Cremes eigentlich im Tiegel, die ich verwende, obwohl ich das jahrelang nicht getan habe. Ich war da immer eine Verfechterin der Tube. Die finde ich auch jetzt noch besser. Aber wenn dann Tiegel, dann bitte auch ein vernünftiger. Am besten noch irgendwie mit einer Abdeckung, wobei ich glaube, dass hier eine drauf war. Die habe ich wahrscheinlich einfach nur entsorgt. Die Öffnung hier ist nämlich relativ eng. Das heißt, man muss dann wirklich komplett mit dem Finger rein, um da Produkt rauszukriegen. Dann hat man das unterm Nagel hängen und. Also das Packaging ist nicht das Wahre. Sie riecht ein bisschen nach Hafer, aber hat jetzt auch so einen leichten Stich. Sie ist auch schon lange auf. Also die ist bestimmt schon mehr als ein Jahr auf, deswegen werde ich die jetzt entsorgen. Auch hier fehlte mir so ein bisschen der Wow-Effekt. Also die kann jetzt nichts, was andere Cremes, die ich besitze, nicht auch können. Weswegen ich die jetzt erstmal nicht nachkaufen würde. Dafür ist sie mir auch einfach zu teuer. Was habe ich hier noch? Das Prime and Fix Longwear Spray von Hypoallergenic mit Hyaluronsäure und Gurkensaft. Ist jetzt kein Make-up-Setting-Fixing-Spray, was ich verwenden würde, um eben genau das zu tun, das Make-up zu setten oder zu fixen. Da habe ich andere, die für mich deutlich besser funktionieren. Ich habe es aber leer gemacht, da ich damit regelmäßig meine Pinsel angesprüht habe, wenn ich einen Schimmer oder einen Glitzer-Lidschatten hatte und die einfach ein bisschen mehr Impact brauchten oder ich Fallout vermeiden wollte. Das heißt, ich habe immer eines von diesen Dingern, ich habe die regelmäßig zugeschickt gekriegt, auf dem Tisch stehen und sprühe damit einfach die Pinsel an, wenn ich denn danach. Wenn ich denn den Lidschatten aufgenommen habe. Ne, man sprüht ja nicht den Pinsel an und geht dann in den Lidschatten. Das sollte man vermeiden, man macht es andersrum. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zweckentfremde das ein bisschen. Das nächste Produkt ist vermeintlich wieder aus der uninteressanten Kategorie Deos. Allerdings habe ich ein Faible für Deos. Also wenn irgendwie ein neues Deo auf den Markt kommt und das für mich vielversprechend klingt, dann muss ich es ausprobieren. Das hier war eine Empfehlung aus der Community, über die ich mich sehr gefreut habe. Falls ihr die letzten Aufgebrauchts gesehen habt, ich habe einige Deos getestet. Ich suche ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Da bin ich ähnlich picky wie bei Bodylotions. Das ist richtig gut.
Das ist das oder der Black and White Invisible Deo Roll-On braucht daher natürlich ein bisschen zum Einziehen, hinterlässt aber tatsächlich keine Flecken, klebt nicht, verfärbt meine Haut nicht und wirkt. Also das hier hat sich so ein bisschen in meine, ich sag mal, Top 5 katapultiert. Das werde ich auf jeden Fall nachkaufen und ich habe es auch leer gemacht. Das ist bei Deos in letzter Zeit so gut wie nicht vorgekommen. Es gibt ganz, ganz wenig Deos, die ich wirklich aufbrauche und dann auch nachkaufe. Meistens kommen die vorher weg, weil sie für mich nicht funktionieren. Das hier hat es ganz offensichtlich. Dann kommen wir jetzt mal zu den Nägeln. Die mache ich ja selber. Also ich trage keine Kunstnägel, aber sehr, sehr gerne Nagellack. Und wenn ich daran denke, ähnlich häufig wie Bodylotion, verwende ich Nagelhautentferner. In den allermeisten Fällen den von Essence, der tut, was er soll. Ich schiebe das dann vorsichtig mit so einem Gummistäbchen zurück. Hab nicht allzu viel zu kämpfen mit Nagelhaut, beziehungsweise sieht meine Maniküre auch nicht so aus, als dass ich mich da jetzt groß drum kümmern müsste. Das ist so eine Sache, die mache ich alle paar Wochen. Der ist jetzt leer geworden. Ich habe das Backup schon im Schrank gehabt. Erfüllt für mich seinen Zweck. Dann, Thema Nägel, habe ich in letzter Zeit einen PS-Sample zugeschickt bekommen, ein System für UV-Lacke von, und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Manucurist, eine französische Firma, die UV-Lacke auf möglichst natürlicher Basis herstellt. Ich glaube, die sind irgendwie bei 94% oder so, werben damit, dass sie bis zu 10 Tage halten, aber mit ganz normalem Nagellackentferner zu entfernen sind. Es dauert ein bisschen länger als bei den herkömmlichen Lacken. Auch da muss man ein bisschen warten, ähnlich wie bei den richtigen Gel-UV-Lacken. Aber man braucht einfach kein Aceton oder so, man nimmt normalen Nagellack. Ich teste mich da gerade so ein bisschen durch, wie das bei Nagellackfarben häufig so ist. Performen die unterschiedlich, je nachdem, ob es eine hellere oder eine dunklere Farbe ist. Ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich mir ein abschließendes Urteil erlauben kann. Ich habe daher jetzt auch mal, weil ich das System doch ganz spannend fand und obwohl ich ja normalerweise sehr gerne meine Nagellackfarbe regelmäßig wechsle, ich es doch ganz sexy fand, dass ich mal eine, anderthalb Wochen nicht lackieren muss und dass es nicht abgesplittert ist, denn ich bin eine Perfektionistin und wenn ich irgendwie so einen Splitter habe oder irgendwie löst sich der Nagellack, dann möchte ich am liebsten von der Arbeit alle stehen und liegen lassen, nach Hause laufen und es wegmachen. Ja, ich bin da so ein kleiner Monk. Das hilft da natürlich, sodass ich mir jetzt auch Neonail gekauft habe. Neonail muss angefeilt werden. Neonail braucht auch Aceton. Auch da merke ich Unterschiede, was die Nagellackfarben angeht. Ich bin noch ganz neu im Game. Dadurch brauche ich wahrscheinlich auch einfach noch viel länger als alle anderen. Das Lackieren an sich ist kein Problem. Es ist eher so das Abnehmen. Also bis der alte Lack runter ist, dauert das bestimmt gut und gerne bei mir eine halbe Stunde. Und man braucht halt Aceton. Man muss halt ein bisschen feilen. Ich habe jetzt die zweite Runde, glaube ich. Der letzte Lack, der hat 2 Wochen gehalten und ich habe ihn jetzt auch nur entfernt, weil er einfach schon so rausgewachsen war. Also mir ist der Rand zur Nagelhaut hin einfach zu breit geworden. Das hat mir nicht mehr gefallen. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch locker 4, 5 Tage tragen können. Also ich teste mich da gerade so ein bisschen ran. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich aber sehr lieb gewonnen habe, und das war überhaupt der Grund, warum ich euch das erzähle, ist, dass diese Handcreme von Manucurist, ich schreibe euch das unten hin, ist ja erstmal auch so ein bisschen, ja, wenig spannend. Es ist halt eine Handcreme mit Orangenblütenduft, Moisturizes and Softens. Und das ist so ein bisschen die Bio-Variante meiner heißgeliebten alten Formulierung der Neutrogena Hand- und Nagelcreme. Ich habe euch das ja neulich erzählt oder mein Leid geklagt, dass sie Diarrhea formuliert haben. Und das war mal so ein bisschen mein Hand-Make-up. Also die hat der Haut so einen schönen Glow geschenkt, hat so ein bisschen aufgepolstert, gerade wenn die Hände irgendwie im Bild waren für Fotos oder so, da war die immer richtig super. Und auch die war richtig, richtig gut. Ihr seht, ich habe sie leer gemacht. Der Nachteil ist natürlich, dass ich sie nicht mal eben so um die Ecke kaufen kann und die wird auch um einiges teurer sein als die Neutrogena-Handcreme, aber die hat mir wirklich gut gefallen. Also sollte die mir nochmal irgendwie über den Weg laufen oder sollte sich die Firma entscheiden, mir die nochmal zuzuschicken, dann würde ich nicht nein sagen. Ja, also die ist richtig gut gewesen. Zu guter Letzt habe ich ein Parfum-Sample leer gemacht. Auch das passiert nicht so häufig. Ich habe die Travel Size schon im Schrank, die ist auch schon angebrochen, aber ich habe immer noch mit diesem Sample rumgedoktert. Und ich glaube, wenn die Travel Size leer ist, würde ich mir auch die Full Size kaufen. Und zwar ist das von Replika,
ob ich das jetzt zeige oder peng, ne? Also, ihr seht ja eh nicht viel. Von Replika Jazz Club. Habe ich in anderen Videos schon erwähnt. Ist für mich einer der schönsten Maison Margiela Düfte, auch einer der langanhaltendsten. Die sind ja auch jetzt nicht mit allzu großer Haltbarkeit gesegnet, aber der hält wirklich gut. Guckt einfach in den Videos oben in die Suche, gebt Jazz Club ein, da findet ihr meine Meinungen dazu. Das Sample ist leer geworden, das hatte ich immer so unterwegs mit. Jetzt habe ich die Travel Size, da sind glaube ich 10 ml oder so drin. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Full Size danach hier einziehen wird. Ja, das waren sie, meine Empties, mein Aufgebraucht aus dem November. Falls ihr eines der Produkte kennt, eines der Produkte ebenfalls aufgebraucht habt, ausprobiert habt, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Falls ihr ein anderes Produkt im letzten Monat für euch entdeckt habt oder sagt, oh, das habe ich ausprobiert, das war ganz, ganz schlimm, dann lasst uns das auch gerne wissen, ja. Die Community lebt ja davon, dass wir uns gegenseitig vor Fehlkäufen bewahren und zu sinnvollen, guten, brauchbaren Käufen inspirieren. Ansonsten sage ich euch vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.